Hallo liebe, liebe Fotofreunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Das freut mich wirklich sehr. Heute zum ersten Teil der sechsteiligen oder siebenteiligen Bildbearbeitungsserie. Wie bearbeite ich meine Bilder? Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid, und ich habe das ja in den einem Video angekündigt, dass ich eine Serie starten möchte, weil es halt auch schon oft genug in der vergangenen Zeitraum gewünscht worden ist, wie bearbeite ich meine Bilder. Wir schalten einfach dazu um auf meinen Desktop oder sprich auf meinen Bildschirm, und dann würde ich sagen, dann starten wir einmal. So, ich mache mich mal ein bisschen kleiner, und zwar schiebe mich einfach mal ins obere Eck. Ich bin jetzt mal nicht ganz mehr so wichtig, und das packen wir jetzt mal hier rüber. So, wir sind jetzt hier in Lightroom, und ich habe jetzt einfach fünf verschiedene Bilder rausgesucht, und wir werden diese fünf Bilder zusammen bearbeiten. Oder ich bearbeite sie für euch mit, und ich nehme euch natürlich mit auf diese Reise, wie ich hier so ein Bild bearbeite oder was man alles machen kann. Ich werde jetzt pro Bild immer einen Teil machen, und da haben wir eine schöne Auswahl, weil ich die doch relativ unterschiedlich bearbeite. So, diese Serie, die ist entstanden aus einem Videoteil, den findet ihr bei mir in der Playliste unter Landschaftsfotografie. Ich glaube, es waren Waldmotive, also Wald und Bäume und Waldmotive. Ich verlinke euch das einfach hier oben rein, und da könnt ihr dann draufklicken. Könnt euch das Video nochmal angucken. Da sind diese Fotos, die ihr hier seht, sind da drin aufgenommen worden. So, grundsätzlich erstmal, ich fotografiere generell in RAW. Also ich fotografiere nicht in JPEG, sondern generell in RAW, weil man in RAW natürlich dann das Beste rausholen kann. So, ich würde sagen, wir starten hier mit den schönen Eichhornhaar, sage ich schon, mit dem schönen Zapfenbild. Und dann gehen wir einfach mal auf Entwickeln. Kann sein, dass es ein bisschen verzögert läuft, weil ich nebenbei die Bildschirmaufnahme habe. So, da haben wir es auch schon. So, das allererste, was ich immer mache, ich gucke mir immer erst den Schnitt an. Will ich das so beibehalten, ja oder nein? Hier würde ich sagen, ja, lassen wir erstmal. Es kann sein, dass ich später vielleicht hier unten ein kleines bisschen noch wegschneiden werde. Aber das werde ich mir dann anschauen, wenn das Endergebnis halt feststeht. So, das erste, was ich mache, ich trinke mal was. So, das erste, was wir machen, ist, ich gehe in die Grundeinstellung. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können die Regler natürlich hier manuell bedienen. Ja, wir können an der Belichtung den Kontrast. Kontrast würde ich immer ein bisschen aufpassen. Das kann ja ganz schnell das Bild zerschießen. Wenn das zu stark ist, sollte man nicht so oft machen. So, wir können natürlich die Lichter runternehmen. Ja, wir können die Tiefen aussetzen und so weiter und so fort. Ich mache immer Folgendes. Ich gehe immer erst auf Automatik. Und dann gucken wir mal, was Lightroom macht. Bumm, das ist viel, viel zu hell. Da kriegst du fast Schmerzensgeld. So, also, das nehmen wir mal wieder runter, die Belichtung. Also wir können das immer noch anpassen. Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir auf die Automatik gehen. Jeweils beurteilt Lightroom das Bild in der Entwicklung schon mal so, wie ihr es eben gerade gesehen habt. Ne? Und oft ist aber auch die Belichtung dann falsch eingestellt, jedenfalls meines Erachtens. So, nachdem ich das jetzt gemacht habe, ist der erste Schritt zum Weißabgleich, also sprich zur Temperatur. Gefällt mir das so oder gefällt mir das nicht? Dann wir gucken, ob wir es ein bisschen variieren können. Ja, ich finde es ein bisschen kühler, gar nicht so schlecht. Zu warm gefällt mir eher weniger.
sondern wir gehen ein bisschen mehr in die kühlere Temperatur hinein, so dass wir also auch ein bisschen winterlichen Effekt reinkriegen, also hier ein bisschen bläulich reinkriegen. Und dann muss man halt aufpassen, dass es nicht zu sehr ist, dass die Zapfen also nicht so einen Blauschimmer bekommen. Das finde ich dann persönlich nicht sehr gut. So, dann passen wir einfach ein bisschen Struktur an, nicht ganz so viel, und ein bisschen Klarheit, würde ich sagen. So, Dunst können wir auch ein bisschen spielen. Wir können Dunst hinzufügen, ne? Das haben wir so eine Nebelstimmung, das brauchen wir aber nicht. Ich lasse den Dunst hier auf 0 stehen. So, das nächste, was ich jetzt mache, wenn ich mir das Foto angucke, dann ist es sehr unruhig. Das gefällt mir im ersten Punkt eigentlich nicht, sondern ich will ja ein Motiv hier drin haben, was mich drauf lenkt, und das andere will ich ein bisschen Hintergrund haben. Und hier haben wir schöne braune Töne, die will ich ein bisschen hervorheben, und das andere will ich ein bisschen dunkel haben. Das heißt, ich gehe jetzt in dem Moment schon auf Maskierung und gehe dann auf entweder Motiv oder ich nehme den Pinsel. Wir können mal auf Motiv gehen, mal gucken, was er da macht, dann rechnet er selber. Und beim Pinsel ist es halt so, dass du eben halt mit dem Pinsel das Motiv selber ausmalen kannst. So, wenn das jetzt nicht passt, dann löschen wir halt die Maske und dann nehmen wir halt die Pinsel. Schauen wir mal, was da gleich passiert. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Ja, hat er wunderbar erkannt, ja? Also er hat das von ganz alleine gemacht, er hat mir also den Zapfen als Hauptmotiv erkannt und hat das auch maskiert. Das finde ich natürlich super. So, ich will jetzt aber die Maske umdrehen, das heißt also, wir duplizieren sie und kehren sie um. Das heißt also, alles andere ist jetzt erstmal dunkel, ist erstmal maskiert, und der Zapfen, der bleibt erstmal so, wie er ist. So, jetzt fahre ich erstmal mit der Belichtung ein kleines bisschen runter. Ja, wir können das immer später immer noch anpassen, das ist überhaupt kein Problem. Die Tiefen hole ich jetzt hier ein bisschen hoch. Die Lichter hole ich ein bisschen hoch. Und den Weißabgleich hole ich auch ein bisschen hoch. Und Schwarz nehme ich wieder ein bisschen runter. So, dass es ein bisschen ausgewogen ist. Vielleicht mache ich das Bild noch ein bisschen dunkler. So. Als nächstes, was ich jetzt mache, das gefällt mir natürlich jetzt im Gesamtkontext noch gar nicht, ne? Sondern ich will die Blätter wieder ein bisschen hervorheben. Ja, also bei mir sind die Fotos immer eher künstlerisch und malerisch, will ich jetzt nicht gerade sagen, aber künstlerisch, und ich möchte eben halt ein bisschen in Richtung Gemälde reingehen. Und hier setze ich jetzt einen Pinsel an und gehe schon mit der Belichtung ein kleines bisschen hoch. Und jetzt hole ich mir diese braunen Blätter wieder zurück. Ja, die male ich jetzt einfach einmal hier an. Ja, auch hier. Hier, wo die hellen Stellen sind, die lasse ich jetzt nochmal raus, weil wenn ich das jetzt gleich ein bisschen anhebe, dann kann das passieren, dass es hier überbelichtet ist oder nicht ganz so schick aussieht. Ja, also das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Und wir gucken auf die Belagerung. Hier können wir noch ein bisschen was machen. Hier können wir noch ein bisschen was machen. Hier kann man noch ein bisschen, und hier kann man noch ein bisschen was machen. So, dann nehmen wir das wieder aus, damit es uns nicht stört. So, jetzt hebe ich erstmal die Temperatur an. Ihr seht schon, ne, jetzt kriege ich so einen schönen gelblichen Stich hier rein. Ne, das hat sich jetzt geändert. Und auch hier nehme ich jetzt ein bisschen mehr Struktur rein und ein bisschen mehr Klarheit rein. Na, ihr seht also hier in diesem Bereich, das hat sich jetzt schon hier völlig verändert. Jetzt gucken wir mal. Ja, bis hier oben hin können wir auch mal gehen. So.
Und dann gucken wir mal, ob ich das vielleicht noch ein bisschen heller machen kann. So kriegt es ein bisschen. Na, wir gucken mal mit dem Weiß vielleicht. Da kriegen wir ein bisschen mehr Knack rein. Die Tiefen vielleicht noch ein bisschen. Und Weiß vielleicht noch ein bisschen. Und ich nehme auch ein bisschen Kontrast jetzt hinzu. Und hebe doch noch ein bisschen mehr die Belichtung an. Nicht zu viel. Und so sollte das eigentlich erstmal reichen. So. Jetzt mache ich die Maske auf jeden Fall wieder zu. Ihr könnt hier, wenn ihr sowas gemacht habt, hier oben die Stärke auch noch reduzieren. Also wenn ihr sagt, das ist mir doch ein bisschen zu viel, dann könnt ihr hier die Stärke hoch und runter nehmen. Das mache ich also auch sehr, sehr gerne ab und zu mal. Brauchen wir jetzt noch was? Schärfe können wir vielleicht noch ein bisschen zunehmen. Rauschen würde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich habe es mit ISO 100 aufgenommen, also ist das eigentlich kein großes Problem. So, ihr seht also auch bei den Pinseln, ich habe immer auf weiche Kante eingestellt und auf dem 100%igen Fluss, ja, dass also das nicht so abgehakt ist, sondern dass das weich übergeht. So, dann machen wir das Video zu. Und vom Bildausschnitt würde ich sagen, ich lasse es auch erstmal jetzt so, weil der Bildausschnitt gefällt mir jetzt im ersten Moment immer noch sehr, sehr gut. Ja, der Zapfen ist im oberen Drittelbereich. Ja, und ich habe hier jetzt hier noch schon so eine schöne Dreiecksform drin. Also vom Bildaufbau gefällt mir das eigentlich sehr, sehr gut, so wie ich es also auch fotografiert habe. Das versuche ich immer ziemlich stark schon vor Ort zu machen, also am Anfang zu machen, dass ich hinterher möglichst wenig Bildschnitt habe. Das klappt natürlich nicht immer, aber sehr oft. So, dann kann man das auch zumachen. Dann gehen wir mal in die Kalationskurve rein und hier können wir setze ich immer gerne erstmal so drei Punkte rein. Das heißt, hier in den Höhen können wir noch ein bisschen hochgehen. Ihr seht also, ich habe jetzt den Zapfen ein bisschen angehoben und auch das andere. Und hier gehe ich jetzt ein bisschen weiter. Ah, nicht zu viel. Ich würde sagen, eher so. Und hier gehen wir ein bisschen wieder höher. So, jetzt lasse ich so eine, ja, ihr seht jetzt, hier habe ich so eine kleine S-Form. Wir gucken mal vor und nachher. Ja, also wenn ich das ausschalte, seht ihr, und wenn ich das einschalte, hat das ein bisschen mehr, ein kleines bisschen mehr Knack das Bild bekommen. So, diesen einen Punkt, wenn ich den jetzt anhebe, dann kriege ich so ein bisschen plastisches Bild rein. Seht ihr das? Ja, das ist jetzt natürlich Geschmackssache, ob man das so haben will oder nicht haben will. Da müsste man dann diese Töne noch ein bisschen mehr rausarbeiten, dass die dann ein bisschen noch stärker werden. Ich will das jetzt eigentlich nicht. Ich mache das ab und zu bei Makros auch und ich lasse diesen einen Punkt also unten stehen, so dass ich ein klares Bild also beibehalte. So, dann machen wir die zu. Als nächstes mache ich dann die Farbe auf. Ja, und dann können wir ruhig alle Farben mal durchgehen, ob sich da was ändert. Vom Farbton her lasse ich es erstmal so, wie es ist. Die Sättigung lasse ich so, wie es ist. Aber die Luminanz gucken wir uns an. Ja, habt ihr gesehen? Ja, hier kommt doch ein bisschen mehr Helligkeit noch hier. Ein bisschen Knack mehr ins Spiel rein. Wenn wir Rot andrehen. Bei Orange gucken wir auch mal. Ja, das ist jetzt schon zu viel, weil wir kriegen jetzt hier auf der linken Seite wird es doch ein bisschen ausgebrannt, würde ich sagen. Also nehmen wir die Luminanz hier wieder runter, ja, und lassen sie nur bei plus 9 irgendwo stehen. So, dann gucken wir mal bei Gelb. Ja, das ist der Zapfen, der sich, wo sich da die Farbe ein bisschen bewegt. Also auch hier. Dann gucken wir mal bei Grün. Also hier würde ich sagen, da könnt ihr ruhig das mal durchprobieren. Da ändert sich doch einiges im Bild. Hier würde ich sogar sagen, die Luminanz ein bisschen mal runternehmen. Weil sonst
habe ich hier so komische Artefakte drin, das will ich natürlich nicht. Und auch wenn man meint, wir haben Aquamarin nicht drin und Blau nicht drin, trotzdem mal probieren. Ihr seht also auch hier, nehme ich die Luminanz runter. Ja, Aquamarin haben wir hier in den Zapfen drin. Das ist zwar nur minimal, aber das im Gesamtbild sieht man es dann doch. So, und Blau gucken wir uns auch an. Na, auch einmal hier bewegt sich was und hier bewegt sich was. Also auch das haben wir vorhanden. Und auch das, ja, könnt ihr sehen, wenn ich das bewege nochmal, ja, oben so eindeutig drin. Und auch das nehmen wir ein bisschen runter. So, dann gucken wir uns mal Lila an. Ah, ist nur minimal, das will ich auf Null stehen lassen. Und dann gucken wir uns Magenta an. Auch das ist, da ist nichts vorhanden. Dann können wir das zumachen. So, das ist jetzt ein Fall, da müsst ihr hantieren. Und das ist, ich gehe immer gerne jetzt hier in diesen Schatten erstmal rein und arbeite mich dann hinten durch. Will ich das Bild jetzt in den Schattentönen wärmer haben oder will ich es kälter haben? Na, ihr seht, was passiert. Ich würde es gerne ein bisschen wärmer nehmen und gehe dann in den gelblichen Ton. Mache es nicht ganz so viel. Gehe mehr in die Überblendung rein. Ja, dass es nicht so hart geschnitten ist und und Koluminanz gucken wir uns auch mal an. Ja, Luminanz würde ich also auf jeden Fall bei 0 lassen. So, gehen wir mal in die Mitteltöne rein. Auch die Mitteltöne, die möchte ich gerne in einen warmen Ton haben, weil dieses Braun hier, das ist ein richtiger schöner warmer Ton, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und dann gehen wir nochmal in die Lichter rein. Und bei den Lichtern setze ich das gerne ins Kältere. Ihr seht also, das wird jetzt nicht mehr ganz so warm, wie es eben gewesen ist, sondern das ist ein schönes, ist eine schöne Blaudeckung da oben drüber. Und dann ziehe ich auch ein bisschen die Luminanz ein bisschen an. Und dann sind wir hier auch fertig. So, von den die, also hier bei der Aufnahme gehe ich eigentlich nicht in die Details mehr rein, weil bei ISO 100, da kannst du ganz viel machen. Und deswegen arbeite ich oft mit dem Stativ, dass ich mir mit den ISO überhaupt kein, dass ich da kein Problem habe. Weil ohne Stativ würde sich der ISO erhöhen und erhöht sich der ISO, habe ich dann in der Nachbearbeitung natürlich durchaus manchmal, ist eine Thematik mit dem Rauschverhalten. Und das umgehe ich dann damit, wenn ich generell auf dem Stativ bin oder wenn ich halt mit dem Stativ arbeite. Das ist zum Beispiel ein Grundsatz, warum ich das immer gerne mache. So, dann gehen wir in die Kalibrierung rein und hier der letzte, das ist so ein Effekt, wo ihr nochmal richtig Knack rausholen könnt. Ja, das ziehe ich mal an. Ihr seht das, ja, das Bild. Das kriegt nochmal ein richtig, richtig Knack rein. Wir können auch nochmal hier vorher. Ja, das ist jetzt so wie so, als wenn das jetzt blass ist und wenn ich das jetzt anmache, als wenn da ein Farbeimer drauf gefallen ist. Und da kriegt richtig, richtig, ist da richtig Bums in dem Bild drin. Also hier in diesem Bereich Kalibrierung in den letzten bei der Sättigung diesen primären Blauwert, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, ne? Nicht zu doll, ja? Das kann dann ein bisschen zu viel sein, sondern da müsst ihr ein bisschen spielen. Ich nehme immer so gerne so Mittelmaß, das ist eigentlich ganz gut, ja? Und dann kriegt dieses Bild auf jeden Fall einen Knack rein. So.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, ich nehme jetzt entweder jetzt schon eine gerne Vignette rein. Dann machen wir auch ein bisschen eine weiche Kante und ziehen mit dem Mittelpunkt durch. Und hier gehe ich wieder ein kleines bisschen zurück. So, und so könnte man das Bild. Ich will mal gucken. L. Also bei Windows ist es L. Wenn ihr L drückt, dann seht ihr das Bild ohne dieses von Lightroom. Dann könnt ihr es ein bisschen hervorheben. Und so könnte man das Bild jetzt theoretisch lassen. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich bräuchte jetzt im ersten Moment eigentlich gar nicht mehr Lumina Neo aufmachen. So, wir gucken uns das aber trotzdem an, weil wenn wir jetzt aus von Lightroom in Lumina Neo rausgehen, dann speichert uns Lightroom dieses Bild automatisch ab, ja, so dass wir immer wieder darauf zurückgreifen können. So, ich gehe auf Exportieren und dann gehe ich auf Lumina Neo, ich exportiere es rüber als TIFF-Datei. Mein Rechner ist nicht der schnellste, deswegen dauert das ein bisschen und ich spule für euch dann einfach mal ein bisschen vor. So, er hat es also tatsächlich jetzt geschafft. So, wir gehen auf Bearbeiten. Und eigentlich gefällt mir das Bild jetzt schon eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt eigentlich, normalerweise würde ich jetzt hier eigentlich nichts mehr machen. Aber wir können es trotzdem mal angucken. Also verstärken brauchen wir gar nicht mehr, entwickeln brauchen wir nicht mehr. Das ist alles schon passiert. Was wir machen könnten, wir könnten uns die mystischen Filter angucken, weil es gibt doch oft einen sehr, sehr schönen Effekt. Und wir ziehen die Regler erstmal so auf, na, ich würde sagen 50%, das würde schon reichen. Und hier können wir bei den Schatten können wir uns einstellen, wie hell das sein soll. Ja, also ihr seht, wenn ich das rüberziehe, die Schatten, dann war das ganze Bild viel, viel heller. Und wenn ich das runter mache, dann wird das wieder ein bisschen dunkler. Das ist natürlich jetzt wiederum Geschmackssache. So, was wir aber bedenken müssen, ist, wenn ich den mystischen Regler hier anziehe, dann muss ich auch im Endeffekt ein bisschen Sättigung wieder zurücknehmen, weil das ist mir jetzt ganz schön stark gesättigt. So, wir können auch die Glätte zurücknehmen. Und beim Einfärben nehmen wir mal ein bisschen kältere Temperatur. Und beim Maskieren nehmen wir jetzt einfach wieder einen Pinsel. Gehen auf Radieren. So, und wer eine Windows-Tastatur hat, der kann auf der Windows-Tastatur den Pinsel, und zwar wo neben M, ja, Komma und Punkt, könnt ihr die groß und klein stellen. Muss nicht immer hier drüben auf die Größe variieren. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. So, und jetzt radieren wir uns einfach hier wieder ein Teil wieder raus. Wir wollen ja nicht alles in der mystischen, in den mystischen Sachen drin haben. Und dann gehen wir nochmal stärker, nehmen wir nochmal 37% meinetwegen oder 30%. Und weil das hier ist mir ein bisschen zu viel. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen was zurück. Ja, das sieht dann schon hier besser aus. Und auch hier nehmen wir ein bisschen was zurück. Und bei den unteren Blatt auch. Und den Rest können wir eigentlich so belassen. So, jetzt gucken wir uns das vorher und nachher an. Ja, ihr seht das also. Es ist ein bisschen dunkler auch geworden. Und das können wir natürlich noch mal anpassen. Und dann können wir hier ein bisschen die Schatten wieder aufhellen. Und dann gucken wir noch mal. Ja, wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich hätte es jetzt hier normalerweise nicht mehr gemacht, aber man könnte das auch anwenden. Ja, was einem jetzt besser oder was einem jetzt schlechter gefällt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, was sowas betrifft und gucken wir es ruhig öfters mal an.
Also ich denke mal, so gefällt mir das mir persönlich besser. Wieso? Und von daher nehmen wir das wieder zurück und gehen wieder auf Anwenden oder Abbrechen. Ja, aber ihr habt gesehen, das kann man jetzt machen. Ich gucke mir das immer gerne an. Macht dieser Effekt jetzt wirklich Sinn oder macht der Effekt jetzt hier keinen Sinn? Also in diesem Bild, in diesem Fall, hat er eigentlich für mich persönlich wenig Sinn gemacht. Er würde mir das Bild ein bisschen verschlechtern, sage ich mal so, was ich eigentlich nicht unbedingt gerne möchte. So, wir sind wieder zurück in Lightroom und das, was ich jetzt vielleicht nochmal mache, ich passe jetzt vielleicht doch noch ein bisschen mehr die Vignette halt an. Ich mag das immer sehr gerne, wenn eine Vignette drin ist. Und so hebe ich eben das hier ein bisschen ab und das andere halt ein bisschen dunkel, weil wir haben es ja im ersten Segment schon mal verdunkelt. Und ihr seht, warum das jetzt hier 0 ist, ist klar. Ich bin jetzt von Lumina Neo wieder zurückgekommen. Ich bin auf Anwenden gegangen, statt auf Abbrechen. Und der hat mir jetzt hier ein zweites Bild gemacht. Das sehen wir jetzt gleich nochmal in der Übersicht der Bibliothek. So, und jetzt, je nachdem, wer jetzt einen Rahmen möchte, wer keinen Rahmen möchte, ich finde das immer sehr gut. Ich gehe auf Skalieren und also ich gehe auf Transformieren, gehe auf Skalieren und dann gehe ich auf 99%, ja. Und dann habe ich einen schmalen Rahmen und das können wir uns nochmal so angucken und dann sieht das Bild eigentlich sehr, sehr gut aus, finde ich jedenfalls. So, dann gucken wir uns das nochmal in der Bibliothek jetzt an. Na, ich könnte das jetzt ausgeben und muss mal, theoretisch müsste es 2 da sein, genau. Ne? Das ist das Ursprungsbild, was wir in Lightroom bearbeitet haben. Wir sind dann von Lightroom zu Lumina Neo gegangen. Und was Lightroom macht, Lightroom speichert uns dieses Bild automatisch als RAW-Datei weiter und ab. Und hier haben wir jetzt eine TIFF-Datei. Ja, und die ist aus Lumina Neo zurückgekommen, obwohl wir diesen mystischen Filter nicht angewendet haben. Wenn ihr da auf Anwenden drückt, dann bräuchte theoretisch gar nicht mehr zu synchronisieren und könnt dann hier, also wenn ihr einen Bildschnitt theoretisch macht, ihr schneidet das Bild jetzt hier, dann funktioniert ja Skalieren nicht mehr. Ja, ihr könnt also keinen Rahmen legen, sondern müsstet erst in Lightroom euch die Bilder dann wieder synchronisieren lassen, weil Lightroom macht das ja nicht automatisch. Ich habe hier einen Testordner angelegt, BA, also Test, Bearbeitung. Und Lightroom synchronisiert nicht automatisch, wenn ich das jetzt exportieren würde, in einen anderen Ordner rein. Das müsst ihr dann manuell machen. Gehe ich aber von diesem Bild zu Lumina Neo raus und bearbeite das in Lumina Neo und schneide das und gehe dann wieder zurück, dann funktioniert Skalierung wieder und dann könnt ihr auch einen Rahmen setzen. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, meine Lieben, das war der erste Teil einer Bildbearbeitung, die ihr heute von mir gesehen habt. Sie war relativ einfach, ja, da haben wir nicht viel gemacht. Aber ihr seht also, ich wende da schon oder ich greife da schon sehr intensiv ein, also ich lege da kein Presets drüber, sondern bearbeite das Bild schon so, wie ich es gerne hätte. Man kann mit der Pinselthematik auch eine ganze, ganze Menge mehr machen, kann da mehr eingreifen. Die Frage ist immer, wie habt ihr das dann wirklich vor Ort halt wirklich schon final fotografiert und wie viel Bildbearbeitung ist am Endeffekt noch notwendig. Das soll jetzt heute erstmal zum ersten Teil gewesen sein. Ihr seht also, wir sind bestimmt schon irgendwann bei einer halben Stunde jetzt wieder angelangt. Und wenn wir jetzt alle 5 Bilder gemacht hätten, na, dann würde das Video ein bisschen sprengen vom Rahmen her. Also der zweite Teil kommt dann zum nächsten Mal oder zum übernächsten Montag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß gehabt. Mir war es wieder eine sehr, sehr große Freude, euch mitnehmen zu dürfen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, bye bye. Euer Pierre.